Hallo meine lieben Make-up-Lovers und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wenn ihr neu seid, hi, ich bin Vicky Lash, Make-up-Artist und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um Beauty und Make-up und ich zeige euch meine Profi-Tipps und Tricks. Ihr könnt meinen Kanal natürlich sehr gerne kostenlos unten abonnieren, einfach auf die Schaltfläche abonnieren klicken und wenn ihr das kleine Glöckchen daneben aktiviert, dann bekommt ihr auch immer eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video von mir online geht. So, nachdem alles gesagt ist, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Bronzer-Video und wir starten los. Heute möchte ich euch zeigen, wie man Bronzer richtig auftragt und was das ganz genau in eurem Gesicht macht. Viele verwechseln leider Bronzing mit Contouring und das schaut dann ganz schnell dreckig und nicht so schön aus im Gesicht. Ich bin ein absoluter Fan von Bronzing und gar nicht so stark von Contouring. Ich verwende liebend gern Bronzer, vor allem für Alltagslook, weil das Ganze sehr soft und weich wirkt und man trotzdem Konturen leicht unterstreichen kann, aber das Ganze mit warmen Farben. Bronzer sind immer warm. Bronzer hilft euch dabei, schön frisch und quasi wie aus dem Urlaub auszusehen, weil das Ganze die Sonne simuliert auf eurem Gesicht. Aber dafür muss man eben warme Farben verwenden und keine kühlen Töne. Und um zu veranschaulichen, was der Unterschied zwischen warmem Bronzer oder kaltem Contouring-Puder ist, habe ich die NYX-Palette mal kurz rausgekramt. Die kennen vielleicht viele von euch. Da habt ihr nämlich einen Bronzerton drinnen und einen Contouring-Ton. Die warmen Bronzertöne sind immer leicht gelblich-rötlich und die kalten Contouring-Farben haben einen leichten Blaustich. Und so könnt ihr auch unterscheiden, ob es ein Bronzer oder eine Contouring-Farbe ist. Die Textur ist oft die gleiche, es gibt sie halt in Cremeprodukt oder in Puderprodukt. Ich mag Puderprodukte viel, viel lieber, weil sie einfacher und viel weicher und softer zu verwenden sind. Dadurch, dass ich mit Bronzer meine Konturen im Gesicht, sprich meine tiefen Stellen, da wo die Sonne automatisch einen Schatten macht, hervorheben möchte, verwende ich am liebsten eben matte Bronzer. Denn wenn man einen schimmernden Bronzer auftragt, dann zieht das noch mehr Aufmerksamkeit auf diese quasi dunklen Stellen im Gesicht. Ein Bronzer sollte auch nicht zu dunkel für euch sein, das heißt 2 bis 3 Nuancen dunkler als eure eigene Hautfarbe. Ich habe hier gerade 2 zur Ansicht mitgebracht. Der passt mir eigentlich sehr, sehr gut. Das ist auch mein Lieblingsbronzer, den werdet ihr sehr, sehr oft auf meinem Kanal sehen. Das ist der Essence Sun Club Bronzer. Einmal von Love, das Blurring Bronzing Powder. Bronzer wird auch nicht so extrem gezielt wie eine Konturfarbe aufgetragen, sondern eigentlich an den Konturen entlang ganz soft nur aufgetragen. Und dafür verwende ich am liebsten so einen riesengroßen, fluffigen Pinsel, die aber auch ein bisschen in eine schmale Richtung gehen, damit sie unter meinem Wangenknochen schön reinpassen. Das ist zum Beispiel der MAC 134er Pinsel und den verwende ich eigentlich nur zum Bronzen. Das ist mein Go-To-Pinsel. Nach der ganzen Theorie komme ich jetzt auch gleich zur Anwendung. Ich nehme meinen Essence Bronzer her, gehe mit dem großen fluffigen Pinsel gerade hinein und trage den Bronzer jetzt auf die Stellen auf, die von der Sonne im Schatten stehen. Man beginnt immer dort, wo man das meiste an Farbe hinsetzen möchte. Und zwar hier am Haaransatz vom Ohr weg, direkt unter dem Knochen. Hier ist der Wangenknochen, da trifft das meiste an Licht auf das Gesicht und direkt darunter befindet sich der erste Schatten. Und genau dort setze ich ganz leicht den Bronzer hin. Ein toller Make-up-Artist, Eduardo Ferreira, sagt immer down, 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 down. Dort, wo ich das meiste an Farbe habe, setze ich an und ziehe nach unten. Wichtig ist, dass ihr nicht zu weit hier hineinzieht, weil dann passiert Folgendes, dass dieser leichte, warme Schatten nach unten fällt und euer Gesicht quasi traurig ausschaut. Das heißt, ich höre mit dem Bronzer immer hier bei dieser Lachlinie auf, dass man quasi so das Bäckchen von der Wange noch umschließt. Und ich komme nur ganz leicht mit dem Pinsel an und schmiere nicht so hin und her, weil sonst wird das Ganze schnell fleckig oder bröselt über den Tag. Wir wollen das in einer ganz leichten Schicht unter dem Wangenknochen aufbauen. Und jetzt sieht man schon einen guten Unterschied. Ich habe hier schon so eine warme Kontur direkt unter dem Wangenknochen. Als nächstes verbinde ich den weichen Bronzer hier unterm Wangenknochen mit meiner Schläfe. Dadurch kann ich die Stirn auch leicht abschattieren und genau dort kommt ja das meiste an Sonne eigentlich hin. Wenn ihr aber eine niedrige Stirn habt und eure Haare weiter unten anfangen, dann könnt ihr diesen Teil an Bronzing auslassen. Und hier ist es so, dass ich immer in die Haarlinie hineinarbeite. Dann gehe ich einmal nur ganz leicht noch in den Bronzer rein
und unterstreiche quasi den leichten Kinnschatten. Und ich sag's nochmal, Bronzing ist kein Contouring. Das heißt, bitte keine harten Kanten, sondern das Ganze ganz soft ausblenden. Deshalb verwende ich eben auch so einen großen, fluffigen Pinsel. Für den Schatten am Kinn setze ich auch hier außen an und ziehe unterhalb meiner Kinnlinie. Mit dem Überschuss am Pinsel gehe ich ganz leicht über das Kinn drüber. Und somit habe ich die Außenkanten von meinem Gesicht eben wie in einer Zahl Nummer 3 ganz soft aufgewärmt. Jetzt machen wir die andere Seite auch noch fertig. Ich gehe wieder gerade mit dem großen Pinsel in den Bronzer hinein. Beginne vom Ohr weg, von der Haarlinie weg, nach innen zu streichen. Ganz leicht, ganz, ganz leicht. Down, 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 down. Nie über den Wangenknochen kommen, aber nur direkt darunter bleiben. Das heißt, nie zu tief kommen, sonst sackt das Gesicht ganz schnell runter. Wir bleiben also hier hell und direkt unter dem Wangenknochen. Down, down, down. Kommt die leichte Wärme zum Einsatz. Jetzt verbinde ich den Bronzer wieder hier hinauf an meine Schläfen und meine Stirn. Und unter meiner Kinnkante setze ich auch einen ganz leichten Schatten. Also nochmal zur Wiederholung. Bronzer ist ein warmes Produkt, im besten Fall matt, damit man nicht zu sehr glänzt, quasi dort, wo normalerweise ein Schatten wäre. Nicht zu weit nach innen ziehen. Die natürliche Grenze ist das Ende des Bäckchens, also hier. Und solange ihr das Ganze ganz weich macht und im besten Fall eben mit einem großen, fluffigen Pinsel, schaut es auch nicht streifig aus. Ihr werdet immer schön gesund gebräunt und wie nach dem Urlaub ausschauen. Der größte Trick für mich ist, dass ich Highlighter immer vor dem Bronzer auftrage. Dadurch kann sich der Highlighter nicht auf den Bronzer komisch draufsetzen und den Bronzer zum Glänzen bringen. Ich möchte nämlich diese matte, leichte Kontur nach wie vor auch matt haben, damit man zu einem natürlichen Finish kommt. Highlighter ist ja toll und man kann auch natürlich voll blenden. Aber im Alltag, wo ich kein starkes Contouring mit einer kühlen Farbe mache, sondern das ganze Gesicht nur schön aufwärmen will, damit ich frisch und gesund ausschaue, will ich nicht, dass der Highlighter den matten Bronzer zu sehr aufhält. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr wisst jetzt, wie und wo man Bronzer richtig auftragt. Wenn euch Contouring, sprich stärkere Konturen interessieren, dann lasst mich doch das gerne unten in den Kommentaren wissen. Dann drehe ich vielleicht gleich noch ein Contouring-Video für euch. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, dann bitte schreibt mir unbedingt unten einen Kommentar. Ich versuche immer alles zu beantworten und auch zu lesen. Ich würde mich auch riesig freuen, wenn wir uns auf Instagram sehen könnten. Meinen Namen blende ich euch hier ein. Lasst mir doch gerne ein Abo und einen Daumen hoch da und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Liebe!